ich koche relativ simpel und meine Geschmäcker orientieren sich nach wie vor ohne Wenn und Aber an der Großmutter, also an der Familie. Wer kocht? Wer? Ich? Ja. Ja, ich koche noch. Ja. Ja, ja, ich koche auch noch. Ein Swimmingpool für die Dame hier, die sich latent langweilt, weil ich noch nicht gekocht habe. Es geht los. Ich fange an, ich verspreche es. Rind. Wo kommt das her? Okay, Schenkel. Komm du doch auch mit nach oben. Komm, komm, mein Freund. Komm, mein Freund. Du sagst Fleisch. Der hat studiert, der ist Dr. Chirurg. Mädchen, jetzt fangen wir an zu kochen. Jetzt fangen wir an zu kochen. Okay, wir haben dieses wunderbare Stück Rostbeef. Eine der Fragen, die mir am meisten gestellt werden, ist, wie kriege ich ein gutes Steak hin? Diese wunderbare Fettmarmorierung. Das ist das, was das Tier euch beiden schenkt, obwohl ihr absolut keine Ahnung habt, wie man ein Produkt richtig bearbeitet. Das sorgt dafür, dass auch wenn, und das meine ich jetzt wirklich überhaupt nicht böse, Anfänger sich mit einem Produkt auseinandersetzt, das hält euer Fleisch immer wunderbar saftig. Traue ich jetzt ein Messer an, ohne dass du gleich hier verbluten wirst auf der Bühne. Mal sehen. Du nimmst dir den kleinen Topf und fängst schon mal an, das so ein bisschen zu plattieren. Ein wenig Tomat-Concassee. Tomat-Concassee ist nichts anderes als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für meine Mitarbeiter. Das sind abgezogene, entkernte und gewürfelte Tomaten. Also wirklich die wunderbare Basis für einen Ketchup. Normalerweise würde ich jetzt noch ein bisschen von dem Tomatenmark reinmachen, um die Farbe zu erzielen. Aber nicht mehr aus geschmacklichen Gründen, sondern ausschließlich, um die Farbe zu erzielen. Das koche ich jetzt ein bisschen ein. Würzen ist, haltet es wie ein Dachdecker. Wenn es dir gefällt, nachher zu würzen, mach das. Nicht schlecht, aber auch nicht besser als vorher zu würzen. Es spielt keine Rolle. Es gibt so viele Untersuchungen. Und wir sehen gerade hier wunderschön, dass dieses Fleisch im Verhältnis zu diesem hier, sieht man das so ein bisschen? Das fängt gerade an zu schwitzen. Ja? So wie der dicke Melzer gerade auf der Bühne. Es kommen langsam so ein bisschen Flüssigkeiten da irgendwo zum Vorschein, wo sie eigentlich gar nicht hin sollen. Bei mir auf der Stirn, hier gerade im Fleisch. Aber man sieht, dass oben anfängt, das Fleisch fängt an zu schwitzen. So kleine Fleischstoffperlen tauchen auf. Das ist der perfekte Moment, um dein Fleisch zu wenden. Die Hitze ist ungefähr auf der einen Seite bis zur Mitte durchgedrungen, und zwar auf dem Level, dass ich ein Medium-Stück Fleisch habe. Jetzt drehen wir das Ganze. Wunderbar. Das ist manchmal so, es wirkt dunkler am Bildschirm, als ich das eigentlich Ja, ja, total. Hell. Es wirkt dunkler. Das richtig lecker. Aber generell genau das Gleiche. Auf der Fleischoberseite tauchen wieder diese Perlen auf, diese Schweißperlen, die ganz leicht rosa verfärbt sind. Das ist auch wieder ein Punkt dafür, dass das Fleisch von der anderen Seite genau die richtige Hitze bekommen hat. Und jetzt haben wir genau beide Hitzewellen, die eine in die Richtung, die andere in die Richtung. Das Steak rausnehmen, eine Minute liegen lassen, ist perfekt Medium. Wir haben eine wahnsinnig leckere Tomatensalsa mit ein bisschen Bums. Wir haben auf den Punkt gebratenes Entrecot. Wir machen daraus ein einfaches kleines Sandwich durch ein paar Zugaben. Und das ist für mich wirkliches Kochen. Nicht in Stress zu sein. Ich konnte nebenbei den einen oder anderen Satz auch loswerden, wenn die beiden mich mal haben zu Wort kommen lassen. Ansonsten bitte ich euch jetzt das Ganze in, ich sag mal, genussfähige Verzehrhappen zu schneiden. Und dann ans Publikum unter großen Applaus und Getöse natürlich zu verteilen. Ja? Gut.